Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem Loot-Tag hier beim Jäger. Bei dem muss ich ja immer noch mein Pinnacle-Cap erreichen. Und wie man sieht, der Turm ist komplett leer. Aber ich glaube, es geht gleich richtig los, hoffe ich zumindest. Aber wir können erstmal die News erstmal anfangen. Heute Abend startet das letzte Event vor Beyond Lights. Und zwar ist es dann einmal das Halloween-Festival, der verlorenen Event. Und da geht es bis zum 3. November ja, um Masken, Spukforst und allerlei andere Sachen und Süßigkeiten etc. Süßes oder es gibt Saures. Mal schauen, wie das wird. Mal schauen, ob es sich lohnt. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch noch die Waffen von den Vorjahren direkt nochmal aus der Sammlung ziehen. Das habe ich ja nochmal im anderen Video gezeigt. Also wie gesagt, ihr könnt ja hier halt euch aus der Sammlung halt die Braid Tech Werwolf rausholen und halt Gruselgeschichte. Das war ja hier und dann direkt hier Automatikgewehre und ihr könnt die halt hier mit guten fast God-Roll-Perks rausziehen, hier Gruselgeschichte und einmal Braytech Werwolf. Wie gesagt, andere Waffen gibt es sowieso nicht zu holen, aber wenn ihr es schon letztes Jahr gemacht habt, könnt ihr die vorher vielleicht nochmal lieber rausholen und dann in den Tresor packen. Wie gesagt, man hat die halt auch bis 1360 kann man die spielen dann halt vom Powerlevel her, wenn die nächsten Add-ons kommen, sind die auch noch spielbar, also auf jeden Fall lohnenswert, vielleicht die nochmal direkt aus der Sammlung zu ziehen. Da habt ihr die schon mal direkt safe und müsst die halt nicht dann mit Random Rolls erspielen. Man weiß mir nicht, was dort passiert, ob die Waffen verschwinden oder nicht. Zudem gibt es natürlich noch andere Sachen, und zwar geht es hier einmal um die Whisper des Wurms und also Flüstern des Wurms, glaube ich, und einmal die perfektionierte Ausbruch bei den exotischen Waffen. Wenn ihr dann den Cut noch machen möchtet, solltet ihr euch hier ja, ranhalten. Wie gesagt, 10. November ist Feierabend, dann könnt ihr nämlich den Cut nicht holen und noch nicht fertig machen, so wie ich es mitgekriegt habe, zumindest erstmal nicht. Also hier einmal perfektionierter Ausbruch. Wenn ihr die leveln möchtet vom Cut her, müsst ihr halt das schnellstmöglich erledigen. Beschreibung alles bei meiner MO, Link in der Beschreibung ganz unten, als Quelle angegeben, und sonst halt, wenn ihr hier halt die Sniper noch freischalten möchtet, wo ist denn die jetzt? Da, Wispern des Wurms, heißt es auch so. Nicht flüstern. Wenn ihr da auch den Cut noch freischalten möchtet, solltet ihr, wie gesagt, beeilen, dann ist es nicht mehr viel Zeit und ihr braucht mindestens 3 Wochen hier, um die Waffe zu leveln. Da ist es bald vorbei, ja, da müsst ihr euch dran halten. Wie gesagt, Beschreibung gucken, Quelle angeben, meinem Ohren, guter Artikel, das ist halt auch wichtig, dass ihr das noch hinkriegt. So, ich habe hier natürlich Eisenbanner, habe ich natürlich auch noch durchgerockt, habe ich noch 4 Beutel abzugeben, dann gehen wir nochmal kurz bei Test vorbei. Wie gesagt, da gibt es jetzt diese Woche 3 verschiedene Ornamente für alle drei Chars, also für den Titan, für den Jäger und für den Warlock gibt es halt jeweils ein Ornament, was man sich da eigentlich kaufen sollte, weil es sieht ganz gut aus, jeweils für den Char was anderes, aber ihr müsstet halt mit jedem Char kurz einmal zu Test gehen und mal eben kurz abchecken. Das werden wir gleich nochmal sehen. Wir werden jetzt aber erstmal kurz auf meinen Char gehen. Wie gesagt, der Titan ist fertig, das Pinnacle Cap. Also Pinnacle Cap ist ja, wenn ihr halt die Ausrüstung komplett überall auf 1060 habt und geht ab 1050 los, da könnt ihr noch mit Spitzenrüstung leveln. Alles andere geht dann nicht mehr und ich habe jetzt halt auch jetzt oder gestern noch ein paar Stunden investiert, habe zum Schluss noch ein paar Gambit-Matches gemacht, habe 3 Stück abgeschlossen und da gibt es ja dann auch Spitzenloot. Und was ist? Ich kriege den letzten, hier einmal 1060. Das war das Letzte, was mir gefehlt hat. Der Rest ist alles 1060. Also, ich habe diesen Char jetzt auch fertig. Ich habe natürlich jetzt noch viel abzugeben, was ich natürlich auch machen werde. Wie gesagt, die mächtige Ausrüstung kommt jetzt, weil ich jetzt das infundieren werde. Auch wenn die Rüstung nur bis 1060 levelbar ist, aber ist mir jetzt gerade egal. Das werde ich jetzt danach machen. Wie gesagt, jetzt habe ich noch genug Zeit, mir die Rüstung zurechtzulegen für die nächsten Seasons und für die nächste DLC. Das werde ich dann aber halt irgendwann anders machen. Aber jetzt, dieser Char ist jetzt halt auch fertig. Ja, danke schön, danke für den Applaus, ja, danke, danke. Ist endlich auch fertig, jetzt fehlt mir noch beim Warlock auch noch der Brustschutz, dann bin ich mit allen 3 Chars fertig und dann werde ich anfangen, mir die Rüstung zurechtzulegen, damit halt, wie gesagt, ihr müsst halt darauf achten, ja, dass halt nicht hier steht 1060, sondern 10360, also 1360, dass man halt die noch in den anderen Seasons auch noch spielen kann und dass die halt dann nicht das Powerlevel verlieren, damit ihr halt auch noch verlieren könnt und die weiterspielen könnt. Das ist halt wichtig, sehr wichtig, weil einige Waffen verschwinden ja oder sind nicht mehr levelbar. So, der Char ist jetzt fertig. Ich habe halt noch viele Sachen, die ich halt hier noch abgeben kann. Die werde ich jetzt auch gleich abgeben. Wie gesagt, einmal die Beutezüge hier vom Eisenbanner. Gibt es halt auch Tokens. Ich habe mir erst überlegt, die Eisenbanner-Beutezüge zu behalten, weil einige Destiny-Pro-Gamer, sag ich mal, so Glad oder halt auch Esoterik, behalten ja bei einigen Chars die Ausrüstung oder die Beutezüge, wo Spitzenausrüstung drin ist, behalten die ja manchmal sogar komplett bis in die nächste Season oder zum nächsten DLC rein, um direkt loszuleveln, aber ich werde die trotzdem einlösen, weil es gibt halt Punkte und es gibt auch Token. Tokens bleiben übrigens auch bestehen zum nächsten DLC hin, bleiben die bestehen, also die verschwinden nicht, die Tokens, die bleiben alle bestehen, alle Tokens, die es gibt, bleiben alle bestehen, so wie sonst auch immer, und ja, mal gucken, was wir da kriegen. Und sonst, ja, wie gesagt, Glanzstaub, ne, nicht vergessen, hier beim Vagabunden gibt es Glanzstaub aus dem wöchentlichen Beutezug und natürlich hier ins Licht zum Beispiel auch wöchentlichen Beutezug halt von Lord Shax oder halt eben auch
die wöchentlichen Beutelzüge hier von Zavala, da gibt es auch 200 Gunstopp pro Beutelzug, auf jeden Fall immer machen. Und sonst halt vorm Weekly Reset die Dinger immer abholen. So, die können wir schon mal einlösen, da habe ich schon mal 400 Gunstopp oben drauf, 10.000 Glimmer, ein bisschen, ein paar Tokens, ein bisschen was so gekriegt. Und hier Mittel zum Zweck zum Beispiel musst du noch die Mission machen, Interferenz, habe ich jetzt mal gesagt, ich lasse jetzt mal sein, mal gucken, was passiert, ob ich die mitnehmen kann über den Weekly Reset hinaus, ob die dann verschwindet oder nicht. Lass mich mal uns mal überraschen, haben wir noch nicht gehabt, ihr vielleicht schon, aber das werde ich dann sehen, wie gesagt, ob die hier verschwindet oder nicht, und das werden wir dann heute Abend sehen, ob die weg ist, und dann ja, werde ich berichten. So, jetzt hau ich mal eben kurz die Goldzüge im Haus raus hier, Haushoch besiegt erledigt, dann Manöver Kriegsführung erledigt, dann direkt gleich wieder hier Season-Rang erhöht, ums Feuer erledigt und dann hier einmal altes Rudel erledigt. Wie man sieht, hätte ich hier auch nirgendwo jetzt leider keinen Bruchschutz rausgekriegt. Ja, geil, super. Aber trotzdem das kriege ich, was ich haben wollte. Ich kann jetzt wieder anfangen zu infundieren. Ich kriege jetzt eh alles auf 1060. Und das ist schon ganz geil. Ist schon ganz gut. Die Perks gehen so. Aber wie gesagt, alles, was jetzt kommt an Ausrüstung, ist jetzt halt mit 1060 Maximum Cap. Mehr geht nicht. Außer das jetzt hier ist natürlich alt, weil das aus dem Beutel zukommt. Das war jetzt kein gutes Beispiel hier. Aber wie gesagt, ich kann es schön anfangen zu infundieren und herzuschieben und meinen Char so einzustellen, wie ich brauche, auch von den Gesamtwerten her und so. Kann man schön auch mit den Umbrallengramm arbeiten. Das ist mein nächstes Ziel, da werde ich auch immer noch mal ein Video aufnehmen, aber es kommt jetzt nicht sofort, das dauert ein bisschen. Aber wie gesagt, der ist jetzt durch der Char. Eigentlich ganz nice, finde ich zumindest. Ihr hoffentlich auch. So, Clan ist auch durch, okay. So, dann habe ich das eingelöst. Mal gucken, was in der Poststelle noch gelandet ist, weil die darf natürlich auch nicht volllaufen. Aber wie gesagt, jetzt geht es halt bald drum, hier alles zu machen. Okay, das geht noch hier. Exo haben wir noch hier. Umbralengramme. Mnemonisches Engramm. So, was ein Name. Und da habe ich auch noch ein paar 1060er drin. So, Tess. Ja, wie gesagt, hier einmal weg. So, beim Glanzstopp-Shop. Hier einmal ist bei jedem Schar was anderes. Hier ist einmal Raff, na gut oder so, keine Ahnung. Einmal das Ornament hier. Sieht man dann so einmal halt das Jägerornament aus für einmal himmlischer Nachtfall. Kann man so ganz gut im PvP spielen, den Helm. Für 1500 Gunstopp kaufen wir jetzt auch. Wie gesagt, sieht ganz geil aus, finde ich. Und sonst müsst ihr selber noch gucken, was ihr hier braucht. Aber wie gesagt, dieser Slot hier bei jedem Schar checken, beim Titan und auch beim Warlock. Da gibt es halt noch andere Sachen, die halt auch ganz schick aussehen. Beim Titan muss ich noch gleich kaufen. Aber wie gesagt, geht da alles nochmal ab. Guckt euch nochmal alles an. Es ist halt wichtig. So, jetzt kann ich hier alles abholen, was ich hier jetzt habe. Es kommt jetzt alles, wie gesagt, mit 1060 daher. Auch die mächtige Ausrüstung für Max Cap. Zudem, nicht vergessen, auch der Season Rang. Ja, wenn ihr Season Rang Sachen ziehen wollt, könnt ihr die jetzt auch ruhig ziehen. Wie gesagt, es kommt jetzt alles hier mit 1060 mit Pinnacle Cap raus hier. Egal was, es kommt hier jetzt alles raus. Also von daher eigentlich ganz geil. Das werde ich hier auch nochmal alles rausziehen, was hier noch übrig ist. Ja, ich habe hier noch einige Sachen, wie man sieht, nicht gezogen. Sogar einige mehr, wie ich gerade sehe. Ja, das muss ich dann auch nochmal machen. Aber das mache ich dann auch nochmal extra Video, wenn ich mir anfange, ein bisschen zu leveln und so. Man kann natürlich auch einige Sachen drinnen lassen und die nachträglich noch ziehen. Wenn die neue Season angefangen hat, kann man über die App halt einige Sachen nachholen. Die droppen dann zum Beispiel auch in die Poststelle, so wie ich weiß. So, Furt haben wir auch geschlossen, gibt es auch wieder EP und eine Waffe natürlich auch mit 1060 jetzt gedroppt. Ziemlich nice, finde ich. Wie gesagt, landet jetzt alles an Poststelle, aber ist jetzt nicht so tragisch, würde ich sagen. Ihr könnt natürlich oben beim Eisenmann, bei der Saladin, könnt ihr natürlich auch noch die Tokens einlösen und euch eventuell damit eventuell noch Waffen rausziehen mit guten Perks oder halt auch Ausrüstung mit Gesamtwert gut oder Perks auch gut. Das müsst ihr halt selber nochmal überlegen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Aber ich brauche erstmal nichts, weil ich sage, ich mache es dann mit dem Umbralengramm. Das ist so mein Plan, dass ich halt dann mit Umbralengramm arbeite. Und jetzt sind wir in Season 3 aufgestiegen. Und ja, das ist mein Plan. Wie gesagt, werde ich nochmal ein Video machen. Ich werde auch mal ein paar Umbralengramme farmen und dann werde ich probieren, mir da Rüstung zusammen zu fummeln, die ich dann auch über die nächsten Seasons, spielen kann. So, wie gesagt, ich habe 2800 Tokens. Wie gesagt, die verschwinden nicht zum nächsten DLC. Die könnt ihr einfach auf der hohen Kante lassen. Kein Problem. Aber ich ziehe jetzt mal ein bisschen was. Einfach mal so. Und ja, ein paar Sachen kann man gebrauchen, ein paar Sachen nicht. Wie gesagt, guckt ihr halt nach, was ihr gebrauchen. Es ist in der Ankunft. Erhalte Eisenbahnpakete in der Ankunft. Okay, Triumph gibt es auch noch. Müsst ihr gucken, ob da irgendwelche Perks euch gefallen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Die Erholung stark erhöht, Disziplin stark erhöht. Wie gesagt, da kann man jetzt natürlich nochmal, wie gesagt, ordentlich einen rauskloppen an Tokens und sich hier nochmal gute Perks rausziehen bei einigen Waffen. Aber das müsst ihr selber gucken und überlegen, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Und ja, so kann man das natürlich auch machen. Und sonst die Tokens einfach behalten bis zur nächsten Season. Geht natürlich auch. So, wenn wir dann kurz rüberrennen. Wie gesagt, heute Abend schön hier Festival der Verlorenen. Mal schauen, was da abgeht, ob das was Schönes ist oder nicht.
wird sich zeigen. Ob es vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Glanzstoff gibt, wird sich auch zeigen. Was man da kaufen kann bei Test, wird sich auch zeigen. Aber die haben nicht so viel Energie reingesteckt ins Festival wie ein Jahr zuvor, weil die ganze Energie läuft halt im Moment in Jenseits des Lichts, ins neue DLC von Bungie. Und wehe, das wird Mist, das DLC, dann wäre ich sauer. Weil wenn die schon um 1,5 Monate verschieben, soll es auch anständig werden. So, das kleine Gramm geben wir auch nochmal mit. Achso, da haben wir noch eins. So, Poststelle läuft voll. Tschüss. Nicht gut. Aber passiert. Ja, erstmal haue ich jetzt alles raus hier. Und dann irgendwann werde ich sortieren. Welche ich jetzt brauche zum Infundieren, muss ich auch sortieren. Ja, und gefarmt habe ich auch ganz gut. Wie gesagt, Glanzstaub geht jetzt langsam zur Neige hier bei dem Char. Und da muss ich auch nochmal nachlegen mit Beutelzügen. Aber mal gucken. Und sonst, ja, bin ich jetzt auch zufrieden. Wie gesagt, mir fehlt noch der Warlock. Den werde ich probieren, nächste Woche nochmal zu leveln. Und nochmal den Bruchschutz zu bekommen vom Warlock. Und dann kann ich anfangen, alles vorzubereiten fürs nächste DLC. So, und wie läuft's, anders. Bruder? So, hier auch nochmal was. Helm, ja, geht so. Die restlichen Beutezüge, die ich hier habe, die habe ich jetzt auf der hohen Kante gelassen. Die nehme ich für den nächsten Reset jetzt mit. Einfach, die lasse ich einfach drinnen. Wie gesagt, und sonst halt, wenn ihr nicht Zeit habt, das zu spielen, könnt ihr auch die wöchentlichen Beutezüge einfach mitnehmen. Die sind 7 Tage lang gültig. Und dann könnt ihr die einfach überall mitnehmen mit jedem Char. Kein Problem. Und dann könnt ihr die auch dann Woche darauf machen. Da habt ihr ab und zu vielleicht ein paar Beutezüge mehr, die ihr noch abgeben könnt, wo Glanzstaub rauskommt. Eigentlich auch nicht so schlecht, finde ich. Und sonst, ja. Sonst ist hier nichts weiter los. Und ich würde sagen, das war's auch schon. Ja, aber ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte diese Woche mit dem Char. Ich habe sogar alle 4 Beutezüge fertig gemacht, obwohl diese eine Beutezüge vom Eisenbahner richtig nervig war, wo man halt einen Teammate sollte abschießen muss. Aber ich habe es mit dem ganz gut geschafft. Im Warlock hat es mir zu lange gedauert. Und sonst, wie gesagt, hier jetzt kann man sich schon die Perks angucken. Hier Stärke und Erholung sehr stark erhöht. Gar nicht so schlecht. Kann man da was mal anfangen, würde ich sagen. Da kann man sich jetzt hier was zurecht fummeln. Das normale Werte, nichts Weltbewegendes. Wenn die natürlich dann noch upgradet auf Meister, der kostet natürlich auch wieder ordentlich. Aber wie gesagt, da muss man sich jetzt hier seine Rüstung zusammenfummeln, schauen, was noch im Tresor rumeiert und wie gesagt, nochmal gucken, wie die Waffen, wie bis wann die levelbar sind. Wie gesagt, die Waffen sind auch wieder bis 1063 Power Level zu infundieren. Eigentlich ganz gut, die kann man noch wieder mitnehmen. Da muss man sich jetzt halt in Ruhe was zurechtlegen. Aber wie gesagt, das war jetzt einmal hier mein Char. Danke fürs Zusehen und viel Spaß beim Zocken. Heute dann Reset und gucken, wie ich es hinkriege. Wie gesagt, ab und zu habe ich auch Internetprobleme abends, deswegen hoffe ich mal, dass ich es trotzdem heute wieder hochladen kann, pünktlich mein Reset-Video. Ich weiß nicht, ob noch ein Patch heute rauskommt, weiß ich auch nicht, ob da noch Serverwartung kommt, ich habe keine Ahnung, wird sich auch noch zeigen. Sonst guckt bei meinem MO, guckt in die Beschreibung und sonst halt, wie gesagt, neuesten und besten Infos immer von meinem MO. Nein, ich bin nicht gekauft von meinem MO, aber ich finde, das machen die immer ziemlich gut, die Leute da, und deswegen gucke ich da natürlich auch mal auch nach und sonst direkt bei Bungie gucken. Danke nochmal für euren Support, danke fürs Zusehen und Zuhören, reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!